Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy, beziehungsweise in dem Fall mal wiederum Super Bandage Girl, und uns fehlen in der Dark World von der Cotton Alley nur noch 5 verdammte Level. Ich habe Schiss vor Level 20, weil die war vorwärts schon ekelhaft. Ich denke, die wird rückwärts sein. Oh. Wie soll das gehen? Okay. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, sogar nur ein Schlüssel. Aber wir müssen da drauf stehen bleiben und dann geht sich das sehr, sehr einfach. Nee, das geht doch nicht einfach. Wir müssen genau mittig drauf stehen bleiben, glaube ich. Okay. Wie soll das gehen? How should we do this? 60 Sekunden. Holla. Nee, das ist übel. Okay, wie sollen wir das machen, Freunde? Da war ich jetzt blöd. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist aber auch krass, wie das die Entwickler hier berechnet haben müssen. Dass das hier wirklich hinhauen soll. Okay, da darf ich nicht stehen bleiben. Ich muss da mehr oder weniger drüber springen. Vielleicht kann ich das auch so machen, dass ich... Ich glaube, das kann ich probieren. Ich glaube, das kann ich probieren. Nee, ich muss da erstmal drauf stehen bleiben. So. Okay, das haut nicht hin. Wie komme ich überhaupt an den Schlüssel ran? Das ist so heftig. Nee, das ist krass. Da bin ich jetzt ein klein wenig überfragt. Okay, also ich darf mich quasi nicht aus dieser Ecke rausbewegen. Da. Ah, vielleicht da. Ah, okay, ich glaube, da oben, dieser Block, wo ich links jetzt das dreckig gemacht habe. Wenn ich an die Seite komme und dann quasi... Oder auch nicht, keine Ahnung. Also quasi so und dann von da den Schlüssel holen. Nee, das haut auch nicht hin. Das haut auch nicht hin. Ich kann vielleicht über die Wand oben arbeiten. Ich weiß es nicht. Ach, Xenan, mach doch keinen Schmarrn. So. Okay, wie soll das gehen? Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ich bin gerade ein wenig überfragt, Freunde. Das war blöd. Also es ist extrem schwer, da drauf zu landen. Nee, auf dem kleinen Block zu landen, genau mittig, dass einen nichts erwischt. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Okay. Nee, das haut so nicht hin. Das haut so nicht hin. Ich muss auf jeden Fall hier nach oben. Ich probiere es jetzt nochmal rechts rum. Okay. Ich muss auf jeden Fall da oben hin. Oh, das kann hinhauen. Das kann hinhauen, Freunde. So machen wir das. Einfach einmal drüber springen. Nee, das haut hin. Das haut hin. Das ist, glaube ich, auch das Rätsels Lösung. Na, das war blöd. Das haut nicht hin. Aber, ich glaube, ihr habt gesehen, was ich gemeint habe. Wir sind da fast drüber gesprungen. Das können wir packen. Das können wir packen. Und dann hier runter. Wenn wir die Schlüssel da oben bekommen und dann hier runterkommen, dann haben wir es geschafft, Freunde. Nee. Ich muss über diesen kleinen Block da oben, den ich oben unten, oben an den linken und der rechten Seite dreckig gemacht habe, kurz drüber gleiten. Seht ihr das? Wenn wir da noch an dem Laserstrahl vorbeikommen, dann haben wir es. Okay, wir schaffen das, Freunde. Wir schaffen das. Ich glaube, das ist wirklich das Rätsels Lösung. Ah, und dann quasi direkt losspringen. Ah, okay. Ich hab's. Ich habe die, das Rätsels Lösung raus. So, wir haben 60 Sekunden. Das war blöd. Wir haben immer noch 60 Sekunden. Da auf dem kleinen Block landen, beziehungsweise dahinter oder darauf. Dann kann es hinhauen. Das war blöd. Einmal wieder in die Mitte, bitte. So. In die Mitte, bitte. Super, das reimt sich sogar. Na, das war unnötig. Aber gut, ich denke, ich habe raus, wie man diese Map meistern kann.
Nur muss ich das auch in die Tat umsetzen. Okay, so geht das auf jeden Fall nicht. Ich muss schauen, dass ich auf den Block da links oben hinkomme, der noch sauber ist. Ich glaube, da kann ich sogar noch eine Viertelsekunde länger ausharren, um zu zielen. Also ich muss da tatsächlich drauf landen, auf dieser mittleren Plattform. Dann habe ich, glaube ich, so eine Viertelsekunde ungefähr. Ah, das kann hinhauen. Da, von da muss ich springen. Von da muss ich springen. Okay, das war blöd. Da bin ich unnötig hängen geblieben. Das war auch blöd. Das, ich glaube, das kann hinhauen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das hinhauen kann oder nicht. Oder ob wir irgendwo anders runter müssen, ob wir vielleicht auf der gleichen Seite wieder runter müssen. Nee, ich muss... Das kann hinhauen, Freunde, das kann so hinhauen. Ich muss einfach nur auf dem Block, der jetzt auf der linken Seite, der jetzt links und oben dreckig gemacht worden ist, auf dem muss ich landen und dann kann ich mich einfach runterglitschen. Nee, das war gar nicht übel. Ich hätte mich einfach nur nach links trauen müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich auf dem Block gelandet. Na, das war unnötig. Aber ihr habt das, glaube ich, auch schon raus, gell? Na, jetzt bin ich da hängen geblieben. Also da quasi über den Block und dann links auf den anderen Block. Und dann können wir da genauso zurück, wie wir hier hochgehen. Beziehungsweise wir müssen das mal ausprobieren. Tatsächlich, dann können wir hier einfach runter. Gut. Ach, unnötig, Sinan. Oh. Aber das ist einfach nur eine Timing-Geschichte. Nein, jetzt war ich fast drauf und dann bin ich an der rechten Mauer runtergerutscht. Das ist doch blöd. Also unschaffbar ist es definitiv nicht. Ihr habt das gesehen. Ne, da bin ich schon wieder oben hängen geblieben. Das haben die aber absichtlich so lang gemacht, weil das soll einen natürlich hier... Oh, fuck. Jetzt bin ich wieder an der rechten Seite gewesen von dem Block. Das soll einen da natürlich extrem stören. Hoppala. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da nochmal sterben. Ach komm, hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Ne, da war ich zu langsam. Okay. Chillen, Sinan. Na, jetzt war ich fast drauf. Ich hätte vielleicht... Ich glaube, ich habe die Laufentaste losgelassen. So, laufen wir nochmal in die Mitte. Alles klar. Oh, fuck you. Ich wäre fast auf dem Block gelandet. Aber das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher als die Map davor. So. Mann, warum bleibe ich da hängen? Gott, 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 Gott. Nee. Da muss ich direkt auf die Mitte von dem Block, wenn ich da ein bisschen am rechten Rand stehen bleibe. Ach Gott, jetzt fliege ich da nochmal drüber. Eieiei. Warum um Himmels Willen springe ich da nicht? Aber Freunde, wir haben schon so krasse Level geschafft. Ich mache mir gerade eigentlich überhaupt keine Sorgen. Wir haben 60 Sekunden. Wir wollen keinen Weltrekord brechen. Wir wollen einfach nur... Nein! Wir wollen einfach nur die 106% schaffen. Und das werden wir. Das werden wir so einfach. Gottverdammt. Vielleicht kann ich da auch einfach runterspringen. Ich weiß es nicht. Ich muss das mal ausprobieren. Vielleicht muss ich gar nicht über die linke Seite arbeiten. Ich muss tatsächlich jetzt mal gucken, ob ich da das noch packen kann, wenn ich einfach runterspringe. Oder ob da schon der Laserstrahl da ist. So quasi dann. Ja, das müsste eigentlich klappen. Nee. Nee, ich müsste rechts runterspringen. Wobei, da ist, glaube ich, ein Laserstrahl, oder? Wahnsinn. Ach Gott, immer mache ich den gleichen Fehler. Okay. Nee, da bin ich zu langsam. Da bin ich zu langsam. Vielleicht kann ich das auch schneller lösen, ich weiß es nicht.
Da oben muss ich auf jeden Fall chillen, bis sich die Laser normalisiert haben. So. Okay. Also hier stehen bleiben. Nee, da bin ich, da komme ich nicht durch. Ich muss auf jeden Fall mit der linken Seite arbeiten. What? Was war das denn? Okay. Oh, ich hätte einfach mich im Kreis drehen können, glaube ich. Blöd. Ich habe nur den Schlüssel berührt, aber nicht den Boden runter. Oh Mann, Sinan, mach doch keinen Schmarrn. Okay. Okay. Ach du heilige Scheiße. Aber ich denke, in der Folge schaffen wir das noch, Freunde. Nein, warum bleibe ich da immer hängen? Oh, hätten die das da oben nicht einen Block hoch machen können? Das stört so extrem. Nein! So, nochmal ganz kurz die Hände abtrocknen. Das ist ja der Wahnsinn. Da war ich zu langsam. Ich finde das immer so geil, wie Meatball diese Schweißperlen auf der Stirn hat. Also die, die so quasi in alle Richtungen springen. Dieses Das sieht auf jeden Fall cool aus. Gottverdammt. Oh, super. Ach du heilige Scheiße. Ach du heiliger Bimbam. Nein, was tue ich eigentlich jedes Mal? Ach Mann, hör doch auf. Wahnsinn. Aber Freunde, was soll ich sagen? Uns fehlen nur noch 5 Level in der Dark World. Ich glaube, da kann ich sogar ein bisschen langsamer machen. Sobald ich da oben bin. Ich muss das gar nicht so extrem schnell machen. Doch, weil der Laser von rechts nochmal Gas gibt. Nein. Nee. Ich könnte da links oben auf dem Block stehen bleiben. Na, fuck you. Nee, ich muss auf dem Block stehen bleiben, der da oben, der quasi da so ist. Da auf dem Block muss ich stehen bleiben. Wenn ich das geschafft habe, dann ist der Rest kein Problem mehr. Dann einfach rückwärts denken und dann ist das easy going. So. Holy. Level 14 gehört uns. Einmal die Wiederholung, bitte. Wahnsinn. Einfach nur übertrieben. Und das hat echt noch geklappt. Wenn wir das jetzt noch verkackt hätten, dann hätte ich, glaube ich, geweint. Aber gut, gehen wir ins nächste Level. Level Nummer 15, das schauen wir uns, denke ich, an. Vielleicht schaffen wir das in den 1,5 Minuten noch. Ich denke mal zwar nicht. What the fuck? Ist das nur ein Schlüssel? Das können wir packen, Freunde. Okay, bleiben wir mal stehen, dass die alle dahin schießen. Okay. Das wird extrem übel werden, Freunde. Das wird extrem übel werden. So viele Mäuler habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Übel. Übel. Ich bleibe jetzt mal stehen, alle geschossen. Alles klar. Oh, übel. Haha, das ist krass. Das ist krass. Kann ich mich irgendwo in Sicherheit begeben? Nachdem ich mir den Schlüssel geholt habe. Geht nicht. Nein, echt nicht. Echt nicht. Ich habe Angst, Freunde. Das ist übel. Das ist übel. Wie soll man das eigentlich packen? Nee, das darf ich auf jeden Fall nicht berühren. Ich muss hier auf jeden Fall in der Mitte warten. Das ist so heftig. Und ich glaube, das löst sich auch sehr, sehr langsam auf. Dieses Gitterzeugs. Wenn ich mal 2 Sekunden überleben würde, dann würde ich es ja eventuell mitbekommen. Aber das Teil schießt direkt auf uns drauf.
Ach du heilige Scheiße, das ist so heftig. What the fuck? Das ist so übel. Ah, und das fängt nicht mal direkt an, sondern chillt noch kurz. Ach du heilige Scheiße. Das ist so heftig hier. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Kann ich mich da irgendwo vielleicht oben irgendwo in Schutz stellen? Nee, kann ich nicht. Das ist übel. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, zurück zur Karte. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Danke fürs Zugucken. Bis morgen um 20 Uhr. Ciao.